geimpft oder ungeimpft, whatever, hol dir dein Leben zurück. Die Geimpften ärgern sich jetzt über die Ungeimpften und die Ungeimpften ärgern sich jetzt über das ganze System und beide vereint eines, ein Thema. Immer mehr Ärger, Wut, Zorn, Frustration, Unverständnis und man kann nahezu zusehen, wie die Negativität jedes Einzelnen zunimmt und wie die Energie immer weiter abfließt. Und zusätzlich kommen noch Informationen von außen auf uns zu, Nachrichten, Talksendungen, wo das Ganze wieder aufgekocht und aufgebaut wird. Jetzt geht es darum, hol dir dein Leben zurück. Und zwar jetzt, nicht erst irgendwann, wenn diese Krise wieder vorbei ist, sondern jetzt. Hol dir dein Leben jetzt zurück. Und wenn du das, was wir in diesem Video besprechen, annehmen kannst, umsetzen kannst und in deinen Alltag jetzt integrieren kannst, dann wirst du unglaublich stark aus dieser Krise herauskommen. Und du wirst viel stärker sein als andere. Eines ist fix. Du musst diese Krise nicht lösen. Es ist nicht deine Aufgabe, diese nationale oder globale Tragweite zu lösen. Viele von uns haben jetzt das Gefühl, dass sie jetzt in die Lösung gehen müssen. Das ist eine Krise, wie sie die Menschheit schon sehr oft erlebt hat. Und den Menschen hat immer ausgezeichnet, nach Möglichkeiten zu suchen. Und er hat sie auch immer gefunden. Und das wird er auch jetzt tun, in dieser Krise. Und diese Krise wird ebenfalls vorbeigehen. Das Allerwichtigste ist allerdings, dass du jetzt in deine Kraft kommst, dass du gestärkt aus dieser Krise herauskommst. Und jetzt hol dir dein Leben zurück. Jetzt. Und darum bitte ich dich, erinnere dich an dein Leben, an dein bisheriges Leben, gerade jetzt mal außerhalb dieser Krise. Und jetzt frage ich dich, ist dieses Leben jetzt nicht das Beste, das du je hattest? Ist dieses Leben jetzt nicht viel besser als alle Leben, die deine Vorfahren hatten? Sie haben gekämpft, sie haben sich abgemüht, sie haben aufgebaut, sie haben gehungert, sie haben Kriege geführt. Das alles hast du nicht. Schau bitte ganz genau hin. Und schau ganz genau hin, was du alles hast. Vielleicht hast du Familie, vielleicht hast du Gesundheit, vielleicht hast du frische Luft, vielleicht hast du ein bisschen Geld in der Geldtasche. Vielleicht hast du etwas im Kühlschrank, vielleicht hast du sauberes Wasser, vielleicht hast du Trinkwasser. Vielleicht kannst du ganz frei entscheiden, ob du in die Freude gehst oder nicht. Vielleicht ist das so. Wenn das so ist, dann gehörst du zu 8% der reichsten Menschen weltweit. Du gehörst zu 8% der reichsten Menschen weltweit. Ist das ein Geschenk? Das hast du bereits. Schreib dir alles auf, was du bereits hast. Fokussiere dieses Thema, schau ganz genau hin. Und die restlichen 40, 50 oder 60 Jahre, die du noch hast, werden nicht ausreichen, um dafür dankbar zu sein, um dafür in die Freude zu gehen und diese Dinge zu sehen und diese Dinge zu erleben. Schau hin und feiere dein Leben. Feiere dein Leben im Hier und Jetzt. Du kannst dich jetzt entscheiden, in die Freude zu gehen. Freude ist der dynamische Prozess eines absoluten präsenten Seins. Das strömt durch alles, was du tust. Deine innere, deine ganz persönliche Freude. Dazu richte deinen Fokus aus. Schau hin, was du alles hast. Freu dich an deinem Leben und freu dich den Rest von deinem Leben, an deinem Leben. Und so wirst du merken, du baust immer mehr Energie auf, immer mehr Freude, egal wie die Umstände jetzt aussehen. Und dann, wenn diese Krise vorbei ist, dann wirst du sowas von gestärkt aus dieser Krise herauskommen, denn du kannst sagen, ich habe gelernt, in der Hölle zu tanzen und mir kann nichts mehr passieren, egal was passiert. Ich tanze, ich freue mich. Und dann wirst du sagen, diese Krise, das war das Geilste ever. Ich habe gelernt, in der Hölle zu tanzen und das wird dir niemand mehr nehmen können. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!